Schimanski. Ich möchte eigentlich nur etwas ankündigen heute. Im Landesamt für Denkmalpflege war ich für Kirchen zuständig bislang. Dann kam die Technik dazu und ich bekam den Kaiser, die Restaurierung des Kaisers mit zur Aufgabe und überlegte, wie man die Sache anging und konnte mich erinnern, dass wir in Flensburg gute Erfahrungen damit gemacht haben, eine Dokumentation zu erstellen und in dieser Dokumentation zu sagen, es gibt Schäden am Schiff, man kann sie so beheben, und mit so einer Broschüre konnten wir auch immer Mittel gewinnen, weil jeder, der so etwas sieht, war gleich überzeugt. Wir haben uns hier besprochen, der Vorstand, Herr Bischof, Herr Reich, alle, die dabei mitwirken. Wir haben Herrn Lucius gewonnen, der für die Stadt Lauenburg schon sehr viel an Druckware zusammengestellt hat, layoutet hat, und wir wollen so etwas auch für den Kaiser machen. Und eigentlich wollten wir Ihnen das heute überreichen, aber wir sind nicht fertig geworden. Wir haben einen hohen Anspruch und haben gesagt, wir wollen es lieber gut machen und dann nicht so schnell. Herr Lucius hat aber das, was wir bisher erstellt haben, zusammengeschoben, im Landeslayout auch schon hergerichtet. Das wollen wir Ihnen mit auf den Weg geben. Vielen Dank. Und ich denke, wir sind alle dabei beteiligt, ja, und das wird hoffentlich bis zur Saison. Ja. Wir haben ja schon einen neuen Fahrplan für die Vorbereitung. Wir machen es gerne. Dann soll das tun. Ja, vielen Dank. Jetzt will ich.